Willkommen zurück zu Paper Mario. So eine Wasserstein für Lily finden, die sich natürlich auch auf den ganzen Blumenfelder gedöns hier befindet. Und ja, die vertrocknet so langsam. Ja. Aber wo soll das sein? Wir haben gar keinen Anlass dafür. Wir reden jetzt erstmal mit den Typen wieder, mit dem Gekifften. Quelle war so gut, um den Lilly hervorspulen, ist zu erfrischen. Die Quelle, wo noch fließt, frage mich, wie es Lilly geht. Danke für den Tipp, der war. Ich dachte, das war gar kein Tipp. Aber wie gesagt, ich glaube, ich weiß noch, was man machen muss. Nee, zu dir muss man nicht gehen. Zu dieser anderen. Hier nochmal hin, die mit dem Baum. Nein, wieso mit Paracavi draußen? Den größten Club der Welt. Gott. Gott. Paracavi, die Zukunft liegt in deinen Händen. Lufttritt. Yes, er hat was geleistet. Muss natürlich auch das Action-Kommando klappen, sonst hätte er es nicht gepackt. Na gut, der ist noch im Ultra-Rang. Muss man natürlich auch schon dazu sagen. So, Power Carry, jetzt kannst du einfach so drauf los. Muss nicht klappen. Klappt aber. Oh, er will sich bei mir einschmeicheln. Boah, sehe ich dir hoch an. Aber trotzdem wirst du es nie schaffen, öfter benutzt zu werden. Nein, Spaß, lassen wir mal. Aber trotzdem, lassen wir mal in Ruhe, meinte ich damit. Sternpunkte sind wichtig, deswegen kämpfe ich so gern. Das ist doch kein Problem, das geht doch schnell. Ist doch okay. Aber das Ganze wäre nervig, wenn wir alles umsonst machen würden. Also ich meine mit umsonst, wenn der Weg umsonst ist, wäre echt schon scheiße. Weil hätte ich echt gar keinen Anhaltspunkt auch. Wo wir als nächstes hier müssen. Mann, die Gegner machen mir viel zu viel Schaden, Mann. Das gibt's doch nicht. Ihr habt doch einen Schaden, ihr blöden Gegner. Barrio, zeig was kannst. Das ist sehr viel, was du kannst. Bam, down. Ach, 20. Wenn wir einen goldenen Suselusel finden würden, wäre es auch ganz nice. Okay. Brauchen wir nicht, oder? Vielleicht müssen wir es im Brunnen schmeißen. Nehme ich mal mit. Ah, und Sirup weg, da haben wir so viele von. Brauchen wir aber eh nicht. Aber Blumensegenohren haben. Unnötig like hell. Na du, deine langen Nase. Rübennase. Du, dich, eine weiße Pflanze, Freunde. Das ist alles. Dumm oder so? Bin ich den ganzen Weg jetzt doch alleine gelaufen? Umsonst gelaufen, meine ich. Nö. Nicht im Ernst, oder? Wo ging's denn weiter? Ich hasse dieses Kapitel. Aus dem Grund, weil man nie weiß, wo man weitergehen muss. Und man hat keine Anhaltspunkte. Absolut nicht. Sagst du nochmal was? Erde, bla bla bla. Ja, können wir das schon einpflanzen. Aber was würde Sinn machen? Nee. Damn. Das heißt, wir stehen im Wasser. Ja, toll. Hallo. Hallo. Gar nicht so geil. Was wir nochmal tun können, ist diese Beere in den Brunnen schmeißen. Ansonsten habe ich jetzt gar keinen Plan. Ich kämpfe nicht mit euch, auch nicht offscreen. Ich bin es leid. Kann die Dinger nicht auch schon nicht mehr sehen. Oder hast du eine Idee? Wenn sie wirklich mit Zauberbohnen einfach so. Immerhin habe ich sie geschenkt. Das ist ihre Entscheidung. Ja, danke, dass du mir so viel weiterhilfst. Ja, mit ihr hat das noch irgendwas. Mann, Goldbeere. Überwirft Müll in der Quelle. Oh, nimm dies. Manometer! Wie geht es weiter? Ich hasse dieses Kapitel. Ist doch lame. Und that's the game. Ey, mein Ernst, was muss ich denn jetzt machen? Hat es was mit dieser Blasenpflanze zu tun? Was will die denn? Was will die denn? Sagt die uns ja nicht, das ist ja das Problem.
Mann, was müssen wir tun? Einzige Möglichkeit ist halt noch die ganzen Bäume abzusuchen. Oh mein Gott. Gott. Weil ich habe ja nicht jeden Baum untersucht. Warum habe ich das eigentlich nicht getan? Da kamen nur Bienen, das wissen wir. Okay, den Weg schneide ich mal wieder. So, hier unten haben wir nicht noch nicht nach Bäumen geguckt. Spezifisch, oh. Schande über mein Haupt, so ein epischer Fail hier, ey. Vielleicht ist ja der goldene Suselusel auf der Das wäre natürlich endgeil, aber primär suche ich jetzt eigentlich nur nach dieser Beere. Es fehlt noch die blaue Beere. Die Blaubeere für mich würde mir jetzt echt helfen. Lol. Ah, bitte. Der ist tatsächlich wieder da! Okay. Du bist fällig, du bist so... Oh, der ist so tot. Die Schwein, das wird so leiden. Take that. Zwei nur wegen der Verteidigung. Poweropfer. Sofort. Jetzt bitte abgehen. Ne, schaffen wir ja nie. Der hat auch ein Limit. Kennt Limits, sah sie. Ja, Multikopfnuss, so oft kann ich das dir gar nicht machen. Ne. Scheiße! Und tschüss! Ja, Mann! Ah! Kann man einfach doch nicht besiegen! Ah, damn! Hätte man noch der andere Angriffsplus angemacht. Mann! Jetzt hier wenigstens die Beeren. Yes! Wenigstens die Beeren! Und tschüss, Mann! Immerhin was! Oh Gott! Das ist eine Party, ja, nur Fails. Das heißt Fails, man kann die halt nicht besiegen. Lass sie sofort abbauen. So, Kacke. Ist doch Kacke. Was könnte man denn gegen den machen? Watte in Angriff erhöhen lassen? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie. Die ist zu krass. Gumbario. So, jetzt aber wirklich. Moment mal. Damn, hätte ich mal zwei Beeren mitgenommen. Azurbeere, ja. Jetzt die Frage, ob der das will, dieser blaue Typ da. Der Wächter. Oder diese komische Fliegeblume da oben. Geben wir erstmal dem und wenn nicht, dann gehe ich das wieder zurück. Oh Mann, bitte. Bitte, du willst die Azurbeere, oder? Du willst sie doch, oder? Er will sie nicht. Eine Schweigeminute, bitte. In diesem Kapitel... Also danach kann ich echt den Nervenanstalt, ohne Scheiß. Was? Du hast mich jetzt so verarscht? Du Spust! Oh, geht durch und so, ne? Ich verarsch dich gerne. Ich kann echt den Nervenanstalt nach... Die Gott! Erst macht deiner. Oh, jetzt voll der Dieter Bohlen, ey. Boah, kannst nicht singen, ne, so. Spaß, bis weiter, bis zum Recall. Oh, scheiße, ich wollte hier noch scannen, damn. Gut, kann ich noch machen. Hey, so eine Verarsche hier alles. Das sind Stachel, sie haben Stacheln auf ihrem Panzer, die jede Menge Schaden verursachen können. Sherlock, you don't say. Maximal 5, Angriffskraft 4, Verteidigung 3. Sie rollen sich zu Stachel-Eiern zusammen und versuchen dich zu rammen. Der Kampf wird viel einfacher, denn wenn sie umkippen, fällt die Verteidigung so auf null. Ja. You don't say. War bei anderen auch so. So, nochmal hier. Super Beben und tschüss, Mann. Bam. Down. So lobe ich mir das. Geben aber auch nicht mehr Sternpunkte. Ah, jetzt geht's hier endlich weiter. N1. Ah. Nervig, nervig. Zum Glück ist das Kapitel nicht ganz so lang. Wie das mit Yoshis zum Beispiel. Mann, wohin führt mich das hier überhaupt? Ja. Sehr sinnvoll, das Ganze. Moment mal. Ja, aber was bringt mir das? Ich
dachte eigentlich, dass hier oben was ist. Okay. Aber wie soll ich da zur Hölle hinkommen? Hä? Geht nicht. Geht nicht. Was soll ich denn machen? Leute, schreibt's mir in die Kommis, falls es wisst. Ich weiß es nicht. Absolut nicht. Kann man auch gar nichts machen. Nope. Falls manche meinen, mit Power Carry da hinzukommen, hinkommen zu können, hat euch geschnitten. Ich kann es euch gern zeigen hier. Wo war er ungefähr, der Block? Da fliegt dagegen und tschüss. Ihr seht es. Lassen wir das. Kümmern uns lieber um diese nervigen Stachis. Yes! Erster Angriff. Tick, tick! Eins, egal. Macht nichts. Mario prahlt wieder mit seinen Schulnoten mit Einsen hier. Klassenbester. Es glaubt, wird selig. Ein Klempner, Klassenbester. Ist klar. Ist klar, Morat. Alle weg, sofort mit Superbeben. Ich sage dir, Superbeben ist richtig geil, der Orden. Und hier macht er sich mal richtig bezahlt. Aber so richtig, richtig. Ah, jetzt kommt das Labyrinth. Das war geil. Das war wirklich nicht schlecht. Dann weiß ich nicht mehr, wie das ging. Hey, wo hast du dich so fallen gelassen, Sporst? Schnaufler kriegt uns am Arsch. An der Wolke meine ich natürlich, ne? Ist ja hier die zensiert, ne? Ja. Wenn wir ihn nicht finden, ne? So. Boah, Alter, ey, bin so patschig, ey. So richtig toll patschig, ey. Ah, diese Steine, waren so Steine Weisen, ey. Ah, nee, falscher Film, war so Füllhorn an so Wasser, ne? Boah, Alter, ey, ohne den können wir die Kapazität der Puff-Puff-Schiene nicht erhöhen. Oh, jetzt gibt's ja noch einen Puff oder was? Langsam wird's echt zu krass. Nein, Spaß. Boah, muss hier irgendwo so sein, ey, Alter, ey. Hast du keinen Plan? Boah, was so, ey? Boah, ey, ist ja so Mario, ey. Ist doch dieser Typ, der ist so Mario, ey. Noch später noch den Stein und so, ne? Boah, erstmal diesen Typen hier own. Alter, Mario, ey, bist du sicher? Ich weiß ja nicht so. Wie soll ich sagen? Boah, ich bin nicht so ganz fit, ne? So. Alter, Mann. Ah, vergiss es, na gut. Ey, alter Schwede, ey. Mario, ich kämpfe jetzt gegen dich, ey. Oh Gott. Erstmal Superbeben. Ich hasse diese Stachis. Sie machen einfach viel zu viel Schaden. Stirbt. Geht doch. Scanner. Lakitu, bekannt aus Mario-Spielen. Das ist ein Lakitu. Lakitu sind merkwürdige Koopas auf die Wolken. Auf Wolken. Ja. Maximal mit 12, Angriffskraft 3 ist ja nicht sonderlich viel. Sie werfen mit Stachy-Eiern, die sich manchmal zu Stachis entwickeln. Sollen sie rasch loswerden, bevor wir von Stachis umzingelt sind. Es scheint, als würden sie Lakitu schon seit Beginn eine Karriere zu Last Fall Mario. Nope, Super Mario Bros. 1. Damn. Abgewehrt. Null Schaden. Oh, die kann man ja leicht abwehren. Hauptsache, die werden keine Stachis. Und das werden sie nicht. N1. Oh, wir haben sehr wenig Blütenpunkte. Egal, passt schon. Das ist ein Mini-Boss-Kampf, sehe ich gerade. Höre ich gerade wohl eher. War kein schwerer. Ihr seht schon, die können gar nichts. Mit Superbeben konnte man die schlimmen Gegner schnell loswerden. Na gut, machen Stachy, stört mich jetzt nicht. Ah, wir haben gar nicht mehr genug BP. Damn, wie können wir die jetzt besiegen? Ah, machen wir erstmal den weg. Jetzt macht er hier noch mehr Stachys, noch mehr Ärger. Ja, mit was machen wir den gleich? Verteidigung umgehen. Genau, so machen wir's. Down! Nur dieser nervige Stachy hier. Ah, er macht viel zu viel Schaden. Einfach nur übertrieben. Mitglied wechseln. What? Give me some power. Elektro-Hieb. Halte gedrückt oder was? Ja. Kennen wir. Zack! 5! Verteidigung umgang. Und tschüss. Gut gehandelt hier. Gut Strategie. Denn dafür bin ich bekannt. Bis dann und schau, ihr blöden Lucky. Das ist Spitze, ey. Mario.
Ja, ich nehme mal gerne Gumbario, merkt das schon. Oh, nee. Das war so unübersichtlich. Unübersichtlich. Ich spreche Französisch. Gott. Ist hier schon das Ziel, oder was? Was bringt mir das? Gott. Oh Gott. Das ist verwirrend. Hier gab es keine Secrets, glaube ich. Ich muss nur den Weg hier rausfinden. Doch, da ist, glaube ich, was Geiles. Ja, zu dem Block müssen wir schon noch kommen. Aber erstmal irgendwie raus, oder? Oh Gott. Was soll ich das auch noch kennen? Richtig unübersichtlich. Nein, wir sind wieder am Anfang. Konnte ich nur. So fake. Da kann man nicht weiter eingehen, wenn man in diese Röhre. Schau doch nicht immer so in die Röhre. Okay. Ach so, da sind wir jetzt hier rausgekommen. Okay, das bringt alles nichts. Da waren wir auch schon. Das heißt, nur diese Röhre kommt noch in Frage. Ist das richtig? Oh Gott, jetzt kommen wir hier raus. Nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst, oder? Wo bist du denn da? Ach, hier kommen wir noch durch, ja. Wurde mir sehr früh gesagt. Gott. So, hier kenne ich mich echt nicht mehr aus. Ihr merkt das schon, ne? Kommen wir auch nicht. Sehr bitter. Kann man nicht hier durch? Oh Mann. Wallhack wäre hier epic. Hier können wir durch. Können wir zu dieser Röhre? Ja, wir können zu dieser Röhre. Schau nicht immer so in die Röhre. Yes, wir sind durch. Let's get this party started. Und jetzt können wir auch zu dem Block. Ah, nur Münzen. Lame. Lame. Na gut, was soll's. Immerhin ein bisschen Geld. Geld scheffeln. Oh, noch so eine Blüte. Langsam gehen mir die Stimmen aus für die Blumen. Oh, hallo. Es gab mir wie eine Ewigkeit vor, seit der letzte Besuche hier war. Ich bin Rosi, die Rose, bin überglücklich, dich kennenzulernen. Ich stehe hier voller Blüte und niemand ist da, um mich zu bewundern. Du darfst mich gerne nach Herzenslust bewundern. Bin ich nicht atemberaubend, bin ich nicht unglaublich? Nope! Was Dorn? Oh, du bist leider dabei, okay? Du musst nicht so verschämt sein. Willst du auch mit mir tun? Spaß beiseite. Ich weiß, dass du nur zu scheu bist, um mir so ein offensichtliches Kompliment zu machen. Gut, dann sollst du das hier preisen. Die Lise Fails merkt sie immer sofort aus. Ist dieser Stein nicht wunderschön? Ich habe vor kurzem gefunden. Mario, wir rennen. Oh, gib mir das Zeug. Ein paar komische Gestalten der Folge haben wir verloren, so irgendwie. Ich konnte diesen magischen Schimmer nicht widerstehen. Daher habe ich ihn an mich genommen. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Wie? Was hast du gesagt? Soll ich diesen Stein geben? Oh nein, du sagst, dass Lili diesen Stein unbedingt braucht. Oh, wie immer raustraut. Ja, kann ich nichts machen. Der Stein gehört jetzt leider mir. Das nenne ich mal asozial. Ihr Blumen solltet zusammenarbeiten. Ja, dann werdet ihr auch alle vertrocknen. Tschüss. Bis dann und ciao. Let's Plays beendet. Ich brauche ja nichts mehr tun. Spaß beiseite. Damn, gib den Stein her, Alter. Meinst du, Lili wird verweigern, wenn sie diesen Stein nicht haben kann? Ja, natürlich. Und dann kann ich Peach nicht retten. Richtig scheiße. Wie traurig, wirklich. Unfassbar tragisch. Kaum fassbar, dass Lili sich manchmal so aufhört, als sei sie hübscher als ich. Oh, das macht ja auch nicht so ein Frauenduell, ey. Geht nach Germany's Next Topmodel und streit euch da, wer der Beste ist. Sie ist verdienlich, aber nicht böse. Und wenn sie nicht mehr da ist, gibt es auch keinen Kontrast mehr zu meiner überirdischen Schönheit. Aber sie sagt dir was.
wenn du mir etwas beibringst, das Schöne ist, dass dieser Stein, dann lass ich vielleicht mit mir handeln. Also warten wir bis dahin. Mann, gib den Stein! Ich glaube, jetzt weiß ich noch, was man machen musste. Wenn ich zu dieser anderen Blume gehe. Ach, das ist doch lame. Immer dies hin und her. Genau das hasse ich an diesem Kapitel. Na gut. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Ja. Leute, wen findet ihr schöner? Die Rose oder diese Lilie? Ich finde die Rose besser. Die sieht echt schön aus. Blüte und so hatte die andere auch gar nicht. Ja, auf Stachel gesprungen. N1 Mario. Daumen hoch. Yay, kein Superbeben. Na gut. Immerhin noch ein Sternsturm. Geht Bahn. Hey, wir brauchen wieder Blütenpunkte. Nicht so geil. Gegen so viele Stachis. So geht's natürlich auch. Monometer. Oh, hier war noch so einer. Oh! Ich gehe gleich offscreen nochmal ins Hotel, da haben wir wieder volle Energie, ey. Oh, Superbeben gehe ich. Nein, es hat nicht gereicht. Och nö, ey. Kommt. Es ist es wie Mist. Voll der Mist, ey. Mario. Oh, yes. Stirb. 50 Sternpunkte. Halbes Level schon wieder. Wie kommt der Block da jetzt auf einmal hin? So, der war einmal zerdeppert. Deswegen ging das nicht. Aha. Und wir kriegen den Sternwind. Wow. Epic. So, ich gehe mich jetzt offscreen voll heilen beim Hotel und dann sehen wir uns gleich wieder.